China hat seine Covid-Politik aufgegeben und wir haben da jetzt eine starke Erholungsrallye. Geht diese Rallye weiter jetzt, weil nach den Verlusten der letzten Jahre noch viel Luft nach oben ist, oder wird sie demnächst ausgebremst von Problemen, die in China immer noch da sind? Willkommen bei Zukunftsmärkte. China öffnet sich, die Covid-Lockdowns sind Geschichte. Und seitdem haben wir bei China-Aktien eben auch eine spektakuläre Rallye. Zum Beispiel bei der Aktie von Fushu Yuan. Hier der 2-Jahres-Chart von TradingView. Wie bei den meisten China-Aktien eine mehrjährige starke Abwärtsbewegung. Und das absolute Tief ist aber erreicht worden, dann Ende Oktober bei 3 Hongkong Dollar 90. Seitdem wieder ein steiler Anstieg in der Spitze um mehr als 80%. Warum diese Kursrallye bei Fushu Yuan? Weil Fushu Yuan ein Bestattungsunternehmen ist, ein börsennotierter Friedhofsbetreiber und Bestatter. Hier einer von den großen Friedhöfen, von denen in Shanghai. Und die Marktteilnehmer haben wahrscheinlich nicht zu Unrecht gesagt, na, jetzt wo Covid in China nicht mehr eingedämmt wird, da wird 2022 für Fushu Yuan ja doch noch ein super Jahr und 2023 wird dann vielleicht noch besser. Peking sei Dank. Nach 3 Jahren absolut restriktiver Null-Covid-Politik sind alle Maßnahmen eigentlich aufgehoben auf einen Schlag. Und der Betrieb von Friedhöfen, das ist sowieso ein Riesengeschäft in China. Das hier ist eine Grafik von Bloomberg. Es war 2017 schon so, dass Gräber da teurer waren als Wohnimmobilien in 1A-Innenstadtlagen in Shanghai oder Shenzhen mit Quadratmeterpreisen von umgerechnet 15.000 Euro. Natürlich alles pro Quadratmeter, also nicht insgesamt, sonst würde ja auch keiner mehr sterben bei den Preisen. Aber es ist schon sehr makaber. China ist von einem Extrem ins andere gefallen. Es erlebt jetzt eben auch plötzlich einen Covid-Ausbruch, der das Land unvorbereitet trifft und vor allem eben auch viele ältere Menschen. Aber auf der anderen Seite hat es natürlich auch viel Begeisterung gegeben. Die Chinesen stürmen die Reisebüros zum Beispiel oder die Online-Reiseportale und wir haben auch die reinste Euphorie am Aktienmarkt. Hier der Hang Seng China Enterprises Index, auch eine beispiellose Talfahrt eben die letzten 2 Jahre mit einem brutalen letzten Ausverkauf dann nochmal nach dem Parteikongress im Oktober. Aber seit Ende Oktober geht es eben steil nach oben wieder und vom Tief haben wir jetzt einen Anstieg von 45% in weniger als 3 Monaten und das bei einem breiten Index. Und anders als in den USA zum Beispiel war es eben auch die letzten Wochen nicht so, dass der Schwung da jetzt nachgelassen hätte, sondern es geht weiter steil nach oben. Und ganz besonders stark war natürlich alles, was mit den Lockerungen zu tun hat, also Aktien aus der Gastronomie, Kino, Tourismus und so weiter. Aber dann auch eine starke Erholung bei den Konsumaktien und irgendwann dann ja auch bei fast allem aus China. Und ich gebe es zu, mich erfüllt die Rallye natürlich mit Genugtuung und es freut mich eben auch für die Anleger, die noch China-Aktien haben und die ja auch eine lange Durststrecke hinter sich haben. Der Schaden wirtschaftlich durch die Covid-Lockdowns, der war natürlich verheerend und darum hat es dann auch Proteste gegeben auf den Straßen und es hat auch immer mehr große Konzerne gegeben, die gesagt haben, so wie Apple oder auch Nike, die offen gesagt haben, wenn das so weitergeht, dann müssen wir Produktion auch abziehen aus China. Und man geht auch davon aus, dass das Wachstum letztes Jahr insgesamt nur noch auf so 2,8% bis 3,2% zurückgegangen ist. Aber dadurch, dass wir die Lockerungen jetzt haben,
Und dass Peking ja auch sonst seit dem Parteikongress in vielen Bereichen wirklich eine 180-Grad-Drehung gemacht hat. Dadurch ist jetzt plötzlich wieder alles anders. Plötzlich werden zum Beispiel wieder Computerspiele zugelassen in China. Oder der Chef von der Bankenregulierungskommission hat erklärt, dass die Regulierungswelle im Fintech-Sektor jetzt faktisch vorbei ist. Und es sollen noch mehr Stimulusmaßnahmen kommen für die Konjunktur, allem voran für den Immobiliensektor, der angeschlagen ist. Das klingt jetzt alles plötzlich wieder ganz gut und es lässt die Anleger hoffen, dass das Elend eben bald vorbei ist und dass es nächstes Jahr wieder rund läuft in China mit einem Wachstum von 5% oder sogar von 6% laut Weltbank, laut Goldman Sachs oder laut BlackRock. Und dann wäre natürlich auch bei chinesischen Aktien noch Luft nach oben. Aber kommt das auch so? Was viele nicht sehen, die Chinesen dürfen jetzt im Prinzip wieder alles, aber viele trauen sich's nicht mehr und zum Teil herrscht eben jetzt auch Chaos. Die Krankenhäuser sind überlastet, aber nicht nur die. Es gibt eben auch schon wieder Produktionsausfälle durch Covid und Restaurants oder Geschäfte werden auch wieder gemieden von vielen, so dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass das erste Quartal jetzt auch noch mal so richtig enttäuscht. Zweitens, der Immobiliensektor. Ich vermute ja schon länger, dass man den Schaden durch die Covid-Lockdowns letztes Jahr möglicherweise überschätzt hat, etwas, und dass man dafür den durch die Immobilienkrise unterschätzt hat. Es geht hier um den Sektor, der in guten Zeiten 20 bis 25% von der chinesischen Wirtschaftsleistung produziert hat. Und die Wohnungspreise, die brechen jetzt zwar nicht mehr ein, sie stabilisieren sich vielleicht auch dieses Jahr, aber auf einem niedrigen Niveau. Und meiner Meinung nach wird es Jahre dauern, bis sich das Ganze wieder erholt. Und die Hälfte der großen chinesischen Baukonzerne sind inzwischen auch Sanierungsfälle. Man wird den Sektor irgendwie auffangen, aber es wird Unmengen Geld kosten, das woanders dann fehlt. China hat es nicht mehr so dicke. Die reine Staatsverschuldung, die ist noch überschaubar mit ungefähr 70% vom Bruttoinlandsprodukt. Aber wenn man die Provinzregierungen noch dazu nimmt und die Staatsunternehmen und dann natürlich noch die Privatunternehmen und die privaten Haushalte, dann liegt die Gesamtverschuldungsquote in China bei 300% vom Bruttoinlandsprodukt. Das ist noch schlimmer als in den USA momentan. Und damit ist China auch ein Sonderfall in den Emerging Markets. Und es ist leider auch schon lange so, dass das chinesische Wachstum immer auch schon zu stark investitionsgetrieben und zu stark schuldengetrieben war. Hier haben wir es sehr schön illustriert in der Grafik von ICIS. Rot die Gesamtverschuldung und blau die Wirtschaftsleistung von 2002 bis 2020, also die guten Zeiten bis zur Corona-Krise. Das, was die Schulden produzieren an Wirtschaftsleistung, das ist wenigstens noch gleich geblieben über die Jahre. Ein Dollar neue Schulden schafft ungefähr 40 bis 45 Cent Bruttoinlandsprodukt dar. In den USA geht auch dieses Verhältnis schon stark zurück. Aber trotzdem ist es natürlich nicht viel, was diese neuen Schulden schaffen und was diese Neuverschuldung bringt. Und das Verrückte ist ja auch, dass die Regierung diesen Schuldenanstieg eigentlich ja auch eindämmen wollte, auch auf Kosten des Wachstums. Aber jetzt muss sie doch immer wieder und immer mehr auch zurückrudern. Das ist ein großes strukturelles Problem, das wird die nächsten Jahre auch immer stärker zum Tragen kommen. Es gibt ja den schönen Spruch, China wird alt, bevor es reich wird. Das ist gleich auch das nächste Problem, die Demografie, die auch problematisch ist. Aber dem kann man eben auch noch hinzufügen, China ist auch schon überschuldet, noch bevor es überhaupt alt wird. Da geht es China nicht anders als Ihnen oder mir. Und die Anleger wissen das natürlich ganz genau. Hier eine Grafik von JP Morgan aus dem Guide to the Markets. Der Zusammenhang zwischen dem Kreditwachstum in Grau und der Entwicklung vom MSCI China Index jeweils zum Vorjahr. Die letzten 12 Jahre. Es zeigt, die China-Anleger lechzen nach Kreditwachstum und sie investieren inzwischen anscheinend auch nur dann, wenn sie das von der Regierung oder vom Immobilienmarkt oder von sonst irgendwem auch kriegen und ansonsten eben nicht mehr.
Und dann haben wir ja natürlich auch noch die bekannten geopolitischen Spannungen, auf die bin ich hier ja auch oft schon eingegangen, hier auf dem Kanal. Was heißt das alles für unsere China-Aktienrallye? Soll man als Anleger jetzt seine guten deutschen Dickschiffe noch eintauschen gegen bunte, exotische, wackelige, überdimensionierte Tschunken aus Fernost? Hier als Symbolbild die Jumbo Kingdom aus Hongkong, die letztes Jahr übrigens versunken ist. Trotzdem, es spricht grundsätzlich eigentlich erstmal nichts gegen die China-Rallye, weil wir kriegen ja wahrscheinlich wirklich wieder Kreditimpulse, wir kriegen wahrscheinlich auch die Wirtschaftserholung. Und das in einem Jahr, in dem der Rest der Welt, in dem da das Wachstum ja wahrscheinlich zurückgeht. Und das auch noch bei einer niedrigen Inflation in China. China wird also dieses Jahr sehr wahrscheinlich gut dastehen. Das hier ist eine Prognose vom Internationalen Währungsfonds. Die Grafik ist von Reuters. Der Beitrag der großen Wirtschaftsblöcke zum globalen Gesamtwachstum 2022 und 2023. Und das Rote ist China. Ein Anstieg von 19% auf 30%. Das wird sich natürlich auswirken und das eben noch in Kombination damit, dass chinesische Aktien jetzt 2 Jahre lang wirklich stark gefallen sind und dass viele internationale Anleger da wahrscheinlich auch immer noch unterinvestiert sind. Darum halte ich es immer noch auch für wahrscheinlich, dass China-Aktien dieses Jahr wahrscheinlich besser abschneiden als die übrigen Börsen im Durchschnitt. Es spricht schon einiges dafür. Aber China ist für mich immer noch auch ein relativ spekulativer Markt und ich glaube auch, dass dieses sehr rosige Bild, das einige immer noch haben von China, dass das auf lange Sicht doch auch ein bisschen revidiert werden muss. China muss die nächsten Jahre kein schlechter Aktienmarkt sein, aber das ganze Thema wird mit Sicherheit komplizierter werden und es ist darum dann eben auch nicht mehr dieses rundum gelobte Land, was es für viele Anleger früher vielleicht mal war. Der Hauptgrund für mich, für China-Investments, das ist immer noch, dass es da hunderte von sehr, sehr guten Unternehmen gibt, die auch günstig bewertet sind im Moment. Es hilft einem nur als Anleger eben kurzfristig nicht viel, wie viele ja auch am eigenen Leib erfahren haben. Und apropos sehr gute Unternehmen. Von uns gibt es auch wieder einen neuen Zukunftsmärkte-Report nächste Woche. Da geht es diesmal um chinesische Textilunternehmen. Jetzt können Sie natürlich sagen, du meine Güte, Textil, das ist ja wirklich von vorgestern. Aber man soll sich da nicht täuschen. Und eine von den Aktien, die wir da vorstellen, die startet auch gerade richtig durch. Wir wollten den Textilsektor sowieso schon länger mal behandeln in einem von den Reports, weil wir eben auch glauben, dass er von den Anlegern ein bisschen vergessen worden ist, dass er auch unterschätzt wird. Und jetzt ist es eben soweit. Und die Reports von uns sind kostenlos. Sie können sich einfach dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Eine Sache ist aber auch sehr interessant und darüber hört man fast gar nichts. Peking hat seine Covid-Politik 3 Jahre lang vehement durchgezogen. Dann gab es bekanntermaßen die Proteste und innerhalb von Wochen ist diese Politik komplett über den Haufen geworfen worden. Es klingt fast schon so wie Trotz, so in die Richtung, ihr wollt Lockerungen, jetzt habt ihr sie, jetzt lebt damit. Aber letzten Endes, die Partei hat sich dem Druck des Marktes und dem Druck der Straße gebeugt. Sie ist zurückgewichen und das auch ziemlich hektisch und ziemlich konfus. Sie hat es nicht mehr gewagt, ihre Linie durchzusetzen. Und das ist nicht mehr diese mächtige, selbstgewisse Partei, die wir kennen oder die wir glauben zu kennen. Erleben wir hier gerade das Ende der Alleinherrschaft der Kommunistischen Partei in China? Das ist mit Sicherheit noch zu hoch gegriffen, aber es war doch ein Zurückweichen und es war auch ein Autoritätsverlust. Und die Position der chinesischen Regierung, die ist jetzt nicht mehr die gleiche, wie sie vorher war.
Das ist natürlich ein Thema für sich und es ist auch ein weites Feld, aber auch das sind Dinge, die wir im Auge haben sollten und im Hinterkopf. Ziehen wir uns warm an als Anleger und dabei werden wir ja zum Glück auch versorgt von schlagkräftigen chinesischen Textilkonzernen, die wir Ihnen ja vorstellen im nächsten Gratis-Zukunftsmärkte-Report. Also vergessen Sie nicht, dass Sie sich wie gesagt noch eintragen dafür auf www.zukunfts-märkte.de. Und was den Friedhofsbetreiber betrifft, Fushu Yuan, die Aktie hat es an die deutschen Börsen bis jetzt noch nicht geschafft, aber wer in Hongkong handeln kann, der kann sie da kaufen. Sie wird da gehandelt in Blöcken A 1000 Stück zu umgerechnet 80 Cent die Aktie. Ein bombensicheres, krisensicheres Geschäftsmodell, die Umsätze und die Gewinne, die wachsen stetig, schon seit vielen Jahren. Aber ich würde die Aktie trotzdem nach ihrem starken Anstieg jetzt nicht mehr kaufen und ich hoffe auch aufrichtig, dass dieses Unternehmen die Erwartungen der Marktteilnehmer dieses Jahr enttäuscht. Drücken wir den Chinesen die Daumen. Alles Gute Ihnen. Dankeschön wie immer fürs Zuschauen.